Willkommen auf meinem Kanal Kochen und Backen mit Marina. Heute mache ich Orechki, übersetzt heißt es Nüsse. Und dafür braucht man so ein Waffeleisen mit solchen Ausfüllungen, also so eine Form halt. Den Waffeleisen habe ich schon über 10 Jahre. Da gibt es noch andere Plattformen, die man wechseln kann. Dann habe ich hier noch solche Weihnachtsformen, die ich genauso befüllen kann mit der gleichen Creme oder einfach nur Waffeln. Da meine Form so alt ist, gibt es mittlerweile schon neue Variationen, wie zum Beispiel Sandwiches und so weiter. Kann man dann diese Platten auswechseln und dann in gleiche Waffeleisen dann benutzen. Und für meine Orechki brauchen wir Mehl, Backpulver, Vanillezucker, bisschen Schlagsahne, 2 Eier, Prise Salz, Zucker und geschmolzene Butter. Wie viel Mehl ich verbrauche, sage ich euch nachher genau. Ich mache immer nach Augenmaß. Hier habe ich ein Glas, das sind 200 Gramm Mehl. Wahrscheinlich werde ich noch aus Erfahrung halbes Glas gebrauchen. Und für die Füllung brauche ich Skuschonka. Dann habe ich hier 50 Gramm so gehackte Mandeln und 50 Gramm Sonnenblumenkerne, beides habe ich schon angebraten auf beschichtete trockene Pfanne und ständig halt mischen, damit es nicht verbrennt. Und für die Füllung brauche ich noch Krümel von den Keksen, die wir dann ausbacken, von den diesen Nüssen, was wir backen. Da ist immer am Rand so was übrig und das muss man dann abmachen, damit es schöne Nussform ist. Und diese Krümel schmeißt man nicht weg, die kommen in die Füllung rein. Natürlich kann man mit Füllung variieren. Man kann zum Beispiel Schlagsahne aufschlagen mit Kakao und mit Eiweiß und genauso die Krümel und Nüsse. Oder man kann Nutella nehmen in die Füllung mit Nüssen. Man kann auch Frischkäse nehmen als Füllung. Alles, was nicht flüssig ist, sondern so fest wird, kann man als Füllung nehmen. Da ist Fantasie freien Lauf, könnt ihr machen. Zum Beispiel Paradiescreme geht auch als Füllung mit Nüssen rein. Also wie gesagt, fantasiefreien Lauf lassen. Jetzt machen wir aber den Teig. Wir brauchen 2 Eier, so eingehäufte Esslöffel Zucker. Wer süß mag, also sehr süß mag, soll mehr Zucker reintun, aber da die Füllung sehr süß ist mit Mädchenmilch, also mit gekochte Mädchenmilch, tue ich in den Teig nicht so viel Zucker rein. Dann Prise Salz, das Ganze gut vermischen, dass sich Zucker und Salz auflöst. Jetzt kommt da nicht ganz halbe Teelöffel Vanillezucker. So nicht ganz halbe, so ein bisschen weniger wie halb. Wenn ihr zu viel Vanillezucker reintut, dann wird es bitter in eurem Teig. Backpulver, ungefähr halbe Teelöffel Backpulver. Bisschen weniger wie halbe Teelöffel Backpulver, das reicht schon. Das Ganze
auch gut vermischen. Jetzt die geschmolzene Butter rein, da habe ich 150 Gramm und 2 Esslöffel Schlagsahne. Das Ganze gut verrühren. Braucht man nichts aufschlagen, einfach verrühren, dass sich die Zutaten vermischen. Mehl rein. Mache ich mit Hand. Der Teig muss so weich sein, aber nicht zu weich, so wie ungefähr Pelmeni. So, 300 Gramm Mehl habe ich verbraucht. Einfach alles gut vermischen, braucht man nicht ewig kneten, dass der Teig halt homogen ist und fertig. So ist der Teig schön glatt. So eine homogene Masse habe ich. Mein Teig ist fertig. Den Teig jetzt für eine Stunde in den Kühlschrank stellen, damit er ruht. Teig hat ausgeruht von meiner Oreschki. Waffeleisen ist heiß. Jetzt einfach gut durchkneten. Teig ist so schön elastisch. Jetzt einfach ein Stückchen Teig nehmen. Und kleine Kugel rein. Für die Weihnachtsform braucht man mehr Teig wie für diese Nüsse. Und jetzt zumachen und anbraten. Goldgelb. Meine Oreschki sind gebacken. So richtig heiß. Knusprig und goldgelb. Jetzt rausholen und abkühlen lassen. Und nachher diesen Überschuss, diesen, dann, das müssen wir nachher dann abmachen. Aber zuerst sehr gut abkühlen lassen. Und so mit ganzem Teig vorgehen. Ich habe die Platten getauscht. Das gleiche machen wir jetzt mit Weihnachtsform. Einfach füllen. Und da brauchen wir ein bisschen mehr Füllung. Der Teig ist Hammer. Fühlt sich so schön in den Händen an. So richtig geschmeidig und fluffig. Richtig so angenehm und weich. Und jetzt die Weihnachtsformen auch goldgelb anbraten. Und das ist schon abgekühlt. So am Rand vorsichtig den Überschuss abmachen. So, und das kommt in die Füllung, damit es vielleicht gerader ist, so mit Messer. Gerade machen, wer möchte, muss man aber nicht. Und die Reste so ein bisschen krümeln, dass ein bisschen kleinere Stückchen sind, weil das ist zu groß.
ungefähr so. Wenn so kleine Stückchen drin sind, ist das gut. Da rein kommt jetzt gebratene Sonnenblumenkerne und Nüsse. Alles gut vermischen. Und ungefähr halbe Dose gekochte Mädchenmilch, also Sguschonka. Wenn ihr nicht gekochte Sguschonka habt, dann einfach Sguschonka nehmen, mit bisschen Butter aufschlagen und dann die Masse da rein tun. Dann wird es auch fest und hebt. Jetzt nehme ich erstmal ungefähr halbe Dose. So, da kommen jetzt noch die Krümel von den Weihnachtsdeko rein. Die sind jetzt sehr schön gebraten. Meine Arieschki, oder ich nenne sie halt Plätzchen jetzt, ja, sind gebacken. Weihnachtsformen und Nussformen. Ich habe sie befreit von Überschüssen. Das ist jetzt hier in der Füllung drin, mit Sguschonka, also mit Mädchenmilch gekochte und Sonnenblumenkerne und Nüssen. Nüssen könnt ihr nehmen, welche ihr wollt. Ich habe halt gehackte Haselnüsse. Ihr könnt auch Walnüsse nehmen. Das wird auch sehr, sehr lecker schmecken damit. Wichtig ist jetzt, dass das sehr gut abgekühlt ist, die gebackene Plätzchen oder Formen. Und wenn sie gut abgekühlt sind, dann halt eine Hälfte nehmen, so ein bisschen mit Überschuss, also dass es so gewölbt ist, und dann so zusammenkleben, so ist einfacher zusammenzukleben. So habt ihr eine Nuss gefüllte, weil wenn ihr zwei Hälften, dann ist es ein bisschen schwieriger zu kleben. Mit Überschuss ist besser, so mit Überschuss, mit zur Wölbung füllen und so machen, so zusammendrücken und was übrig ist, so abmachen und fertig. Die Weihnachtsformen genauso. Schneemann nehmen oder ich habe hier Nikolaus. Auch so mit Überschuss. So mit Wölbung. Und zusammenkleben, das hebt bombenfest. Und so mit allen eure gebackene Plätzchen vorgehen. Wer Allergie auf Nüsse hat, kann man zum Beispiel nur gekochte Mädchenmilch reintun mit diesen gebröselten Resten Kekse. Oder wenn ihr nicht so viele Reste habt, weil ihr so perfekt gebacken habt, dann nehmt in die Füllung einfach irgendwelche Kekse, Butterkekse, egal welche Kekse ihr da habt, reinbröseln. Und wenn ihr auch keine Kekse da habt, dann einfach opfert ein paar gebackene Formen dafür und bröselt das in eure Füllung rein. Wie gesagt, wenn man zum Beispiel in diesen Arieschki-Teig keinen Zucker reintut, dann wird es ja dann neutral. Dann kann man das herzhaft füllen. Hauptsache, die Füllung ist nicht flüssig. Ich schreibe unter Video dann verschiedene Füllungsmöglichkeiten, die man füllen kann. Aber klassisch ist halt mit Mädchenmilch gekochte und Nüssen.
Man kann Arischkäse sehr gut einfrieren. Das hält bis zu einem Monat im Gefrierschrank. Und man holt das raus, das taut sehr schnell auf und es schmeckt wie frisch gemacht. Also wenn ihr zu viel gemacht habt, dann könnt ihr das locker einfrieren. Und die Füllung, wenn sie übrig ist, kann man auch sehr gut einfrieren. Oder man kann sie so aufessen. Die schmeckt auch lecker. Ich habe Füllung übrig. Das reicht locker noch für eine Portion Teig. Das ist aber nicht schlimm. Das friere ich ein, tue ich in eine Dose rein und friere das ein. Dann brauche ich nächstes Mal keine Füllung mehr machen. Meine Arieschki sind fertig, in Weihnachtsform und in einer normalen Form. Die schmecken sehr, sehr lecker und wie gesagt, man kann das sehr, sehr gut einfrieren. Passiert gar nichts und bis zu einem Monat im Gefrierschrank halten. Mehr, länger habe ich nicht ausprobiert. Andere Füllen könnt ihr nehmen, zum Beispiel Schlagsahne aufschlagen mit Zucker, dann Kakao rein und Nüsse und Eiweiß aufschlagen, reinmischen, aber geht auch ohne Eiweiß. Ich mache meistens ohne Eiweiß, tue nur Schlagsahne aufschlagen ohne Eiweiß, weil rohe Eiweiß nicht so meins ist. Deswegen benutze ich nur Schlagsahne. Oder halt Nutella mit Nüssen und mit Krümel. Schmeckt auch super drin. Mit Füllingen könnt ihr experimentieren und Fantasie freien Lauf lassen. Was mir noch eingefallen ist, was man mit übrigen Füllungen machen kann. Und zwar so ein bisschen Kokosraspeln nehmen. Dann so eine Kugel formen daraus. Man kann das so lassen, aber es ist ein bisschen klebrig. Aber wenn man das in Kokosraspeln oder gemahlene Nüsse wälzt, dann klebt es nicht mehr. Dann habt ihr so schöne Pralinen. Das mache ich gleich. Mit dem Rest, dann muss ich nicht einfrieren. Also wenn ihr Füllung übrig habt, könnt ihr solche Pralinen formen. So wunderschön. So sieht das drinnen aus. Lecker. Sehr lecker. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich über Daumen hoch freuen. Wünsche allen einen schönen Tag noch. Bleibt alle gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss.